Und willkommen zurück zu einem neuen Video von uns beiden. Heute geht es um diese wunderschöne Küche, unsere Sitzecke und um das Thema Stauraum im Bus. Also viel Spaß mit dem Video! So, wir fangen jetzt mit dem wichtigsten Möbelstück in unserem Bus an, und zwar mit der Küche. Bei der Küche sind wir wie folgt vorgegangen. Wir haben als ersten Schritt den kompletten Küchenblock aus Karton gebaut, damit wir uns das Ganze mal vorstellen konnten, wie groß denn das Ganze sein muss, beziehungsweise damit wir wissen, wie viel Material wir bestellen müssen. Das Material ist 15 mm starkes Pappelsperrholz mit einer HPL-Beschichtung. Das Ganze haben wir dann zu Hause mit der Kreissäge bzw. mit der Stichsäge zugeschnitten. Und die Schnittkanten haben wir dann, hier haben wir dann ebenfalls eine HPL-Beschichtung draufgeleimt, beziehungsweise an anderen Schnittkanten einfach mit einem wasserfesten Leim alles vor Feuchtigkeit geschützt. Bei der Montageart, beziehungsweise wie wir die ganzen Holzverbindungen dann gemacht haben, sind wir genauso vorgegangen wie bei unserer Dusche. Hier verlinke ich euch oben noch das Video, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Das heißt, wir haben alles mit Flachdübel miteinander verleimt. So ist das Ganze einfach viel robuster, als wenn man das Ganze nur verschrauben würde. Vor allem, wenn man dann auch eben, wie wir zum Beispiel, Offroad unterwegs ist und es sind viele Verbindungen und viele Vibrationen, so hält das Ganze einfach viel besser. Und ja, als nächstes zeige ich euch, wie das Innenleben von unserer Küche aussieht. Wir haben ja die Möglichkeit im Bus eine originale Zweiersitzbank hier hinten nachzurüsten. Und das hat uns eigentlich vor ein großes Problem gestellt. Und zwar mussten wir dementsprechend jetzt den Küchenblock sehr schmal bauen, damit wir noch bei der Sitzbank vorbei und zwischen dem Küchenblock hinten zum Bett hingehen können. Ja, jetzt mussten wir etwas überlegen, weil ursprünglich hatten wir geplant, hier einen Kühlschrank herzubauen. Das ging sich halt jetzt nicht mehr aus, weil es gibt keine so schmalen Kühlschränke. Und dementsprechend haben wir jetzt hier 4 Schubladen hingebaut. Die Auszüge haben wir gekauft und die Blende bzw. den Boden haben wir selber gebaut. Das Ganze wird mit einem Möbelschloss fixiert, also die halten auch wirklich richtig gut. Und was sieht man hier sonst noch so? Genau, die Schnittkanten haben wir noch mit einem wasserfesten Lack lackiert. Hinter den Schubladen befindet sich unser 16 Liter Abwasserkanister für die Spüle. Da blende ich euch auch noch ein Video ein, wie das genau aussieht. Und ansonsten gehen wir gleich mal zum hinteren Teil der Küche über. Den kompletten Küchenblock haben wir am Boden zweimal befestigt, beziehungsweise hier hinten an der Bettunterkonstruktion festgeklebt. Außerdem haben wir unten noch auf der Seite von der Heckgarage einen Aluwinkel festgeschraubt. Somit hält das Ganze jetzt wirklich richtig gut und da bewegt sich überhaupt nichts mehr. Ja, die Küchenarbeitsplatte ist ebenfalls eine 15 mm Pappelsperrholzplatte mit HPL-Beschichtung. Die haben wir hier sogar noch etwas vergrößert, also das ist der Ausschnitt im Endeffekt vom Fenster, von unserer Schiebetür. Somit haben wir hier mehr Arbeitsfläche und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, da wir eh schon die Küche so schmal bauen mussten. Die ganzen Ausschnitte für das Induktionskochfeld und für die Spüle haben wir mit einer Kreissäge gemacht, dann auch wieder alles mit einem wasserfesten Lack behandelt, beziehungsweise haben wir hier auch noch überall alles silikoniert, damit hier nirgendwo Wasser entweichen kann. Unter der Spüle haben wir eine Klappe eingebaut, hier haben wir ein kleines Abstellfach für diverses Zeug halt und darunter befindet sich unser Kühlschrank. Ungefähr auf dieser Höhe ist unser Abwasserkanister für die Spüle, den was wir vorher schon kurz erwähnt haben. Das Ganze können wir dann durch die Küche, da ist ein Schlauch drunter gelegt mit einem Kugelhandventil, da können wir das Ganze dann auslassen, ohne dass wir den Kanister entfernen müssen. Das war uns auch sehr wichtig. Und ja, ansonsten, wir haben die Küche halt ein bisschen höher gebaut, da wir eben Einbußen hatten wegen der schmalen Bauart. Aber das hat alles richtig gut funktioniert und wir sind mega happy damit. Jetzt noch kurz zu ein paar Dingen außen am Küchenblock. Zum einen haben wir hier noch ein kleines Staufach. Hier haben wir unsere Schlapfen drinnen. Ja, hier haben wir noch eine Außensteckdose verbaut, auch ganz praktisch. Und hier noch ein ganz wichtiger Teil. Und zwar haben wir hier den Abwasserschlauch
von unserem Abwasserkanister von der Spüle. Das heißt, da können wir dann mit dem Kugelhandventil reingreifen, aufdrehen und das Ganze dann auslassen. Dieses schwarze Gitter hier ist im Endeffekt, also schaut nicht nur cool aus, sondern es hat auch einen Nutzen. Das ist für die Entlüftung vom Kühlschrank, weil der befindet sich gleich hier hinten, beziehungsweise auch für die Induktionsplatte, damit sich da drin halt keine Hitze stauen kann. Und ja, so kann das Ganze, also hier kann ein guter Luftaustausch stattfinden. Und weiter geht es mit der Sitzecke hier. Fangen wir mal mit dem Tisch an. Am Anfang wollten wir eigentlich einen schwenkbaren Tisch installieren. Den hatten wir auch schon zu Hause, aber der war sehr unstabil. Daher haben wir uns kurzerhand dazu entschieden, etwas selber zu bauen. Für die Tischplatte haben wir genau das gleiche Holz, also eine 15 mm dicke Pappelsperrholzplatte genommen, also das gleiche wie hier bei der Küche. Dann haben wir zwei Aluwinkel unten drauf geschraubt. Bei der Faserkarosserie haben wir eine Airline-Schiene angeschraubt und mit Hilfe von Fittings hält nun der Tisch am Fahrzeug und ist jederzeit und sehr schnell wieder entfernbar, falls wir ihn mal nicht brauchen sollten. Als Tischbein haben wir uns einfach eine Tischklemme genommen und auch hier eine Pappelsperrholzplatte drauf geklebt und somit ist der Tisch sehr stabil. Wir können beide toll arbeiten und essen, es bewegt sich nicht. Nichts und auf jeden Fall ist diese Tischplatte hier bzw. diese Tischkonstruktion viel günstiger als der schwenkbare Tisch, den wir am Anfang gehabt hätten. Als nächstes kommen wir zu unserer Sitzbank. Diese besteht aus insgesamt 4 Teilen, also 3 Seitenteile und eine Klappe. Das Material haben wir genau wieder so genommen wie bei den anderen Möbelstücken, also 15 mm Pappelsperrholzplatten, welche mit einer ABL-Beschichtung beschichtet sind. Die einzelnen Teile haben wir wieder nur verleimt mit Flachdübel, also hier ist nichts geschraubt. Und befestigt ist das Ganze an 3 Aluwinkeln am Boden. Denn, und das ist jetzt das Wichtige, wir müssen die Sitzbank schnell und einfach entfernen können, da wie vorher schon mal kurz erwähnt, wir hier ja eine Zweier-Sitzbank, eine Original, nachrüsten können. Dazu sind am Boden noch die originalen Befestigungspunkte und somit können wir das Ganze schnell austauschen. Ja, ein großer Vorteil, was wir bei dieser Sitzbank haben, ist der Stauraum. Denn ohne diesen Stauraum würde es etwas knapp werden. Hier haben wir die meisten Konservendosen und alles drinnen. Und ja, genau. Die Klappe. Also in die Klappe haben wir Löcher hineingebohrt für die Entlüftung bzw. auch wieder um etwas Gewicht zu sparen. Auf der Klappe drauf befindet sich ein Sitzkissen und eine Rückenlehne, die haben wir uns anfertigen lassen. Das Ganze hält mit einem Klettverschluss und ist somit auch einfach zu entfernen. Direkt hinter der Sitzbank befindet sich noch ein schmaler Aufbewahrungsraum, sage ich jetzt mal. Hier können wir bei Bedarf die Tischplatte, also wenn wir die entfernen, die können wir dann hier reinschieben und da drinnen dann verstauen. Ja, ansonsten dürfte eigentlich alles schon gesagt sein. Und jetzt kommen wir zum größten Stauwunder in unserem Bus, der aber auch gleichzeitig die meiste Arbeit war. Und zwar handelt es sich um das Ablagefach hier im Fahrgastraum. Und warum hat uns das zum Bauen die meisten Nerven gekostet? Ja, also das Problem war halt einfach, wir mussten die kompletten Sonnenblenden und alles demontieren, dass wir da überhaupt dran kamen. Und wir hatten keine Schablone, wir mussten das alles wieder selber basteln und wir haben diese Bodenplatte wirklich, glaube ich, ohne Scheiß 50 Mal rein und wieder rausgehoben, immer wieder nachgezeichnet und nachgeschnitten, dass das alles toll passt. Ja, schlussendlich haben wir, glaube ich, 2 Tage damit verbracht, dass wir das einpassen. Aber es hat sich wirklich ausgezahlt und das Ganze haben wir an insgesamt 4 Punkten mit solch Aluwinkeln befestigt. Das hält wirklich richtig gut und ja, wir sind mega zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, weil man glaubt es nicht, aber hier passt so viel Zeug rein. Und darüber sind wir sehr froh. Außerdem haben wir eben auch eine Klappe hier angebracht mit den gleichen Verschlussmechanismen wie bei der Küche. Und ja, so bleibt alles an seinem Platz.
Genau, und auch noch ganz wichtig zum Erwähnen, hier haben wir 10 mm Pappelsperrholz verwendet und das Ganze haben wir auch wieder verleimt, beziehungsweise haben hier keine Beschichtung gehabt, sondern wir haben das Ganze gebeizt. So, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch einen groben Überblick über unseren Möbelbau geben und die ein oder anderen Fragen beantworten. Wir sind jetzt nicht so ganz ins Detail, also nicht so tief ins Detail gegangen. Und falls ihr aber noch irgendwo Fragen habt, immer her damit, beziehungsweise können wir natürlich auch gern über bestimmte Möbel noch ein detaillierteres Video drehen, wenn ihr das wollt. Genau. Ja, ansonsten bleibt uns nur noch danke fürs Zusehen und wir würden uns natürlich wieder über eine Like und Kommentare freuen, beziehungsweise auch, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Genau. Also, wir freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Also, bis bald!